Zu einer weiteren Folge Amatra Real Life RPG. Hallo. Guten Tag. Okay, Hallo. nur hallo, ja, und der Sebi, der geht jetzt weg, hat er gerade gesagt. Ja. Ja. Ich will aber noch mal zum Abschluss. So, ciao Sebi. Ciao, Sebi. Auf Ciao. Wiedersehen. Mikey. Nö, ach, weg geht er. Nein, ich wollte ihn Verrecke ihn noch. diese Folge, bitte. Ich wollte ihn noch K.O. schlagen. Ha, ha, ha. Einsteigen, Jungs. Nein, nicht einsteigen. Ich steig Doch. jetzt in mein Vehikel. Okay, mach das. Der Ifrit ist doch langweilig. Das, was ich habe, ist viel geiler. Jetzt Das bin hast ich du. gespannt. Ja, pass mal auf. Pass mal auf hier. Das, was ich habe hier, ja. Das ist viel geiler. Was ist das denn, Staub? Ja, guck mal, das ist viel geiler Was? hier. Schönes Auto. Ja. Liebe Rauch. So, Schicke Yogi, mach Mofa. mal Platz da, ja. Ich habe das schnellste Fahrzeug der Welt. Und das schnellste Fahrzeug, was sehr verbuggt ist. Und ich Ja. sehe nichts. Ah! Na, die ganze hi, nichts passiert. Die Bushaltestelle war schon vorher kaputt. Ja, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Hey Sebi, bist du noch im TS? Ja, hörst du das? Der schrubbt sich doch gerade Echt, ein. was macht der da wieder? Was lacht ihr Sebi? so? Hi, ich kann nichts sehen. Au. Machen wir mit den Dingern ein Rennen? Mit der Mofa? Nein. Kart. Ich hab kein Kart. Hab kein Gar nicht. Kart. Aber mit der Mofa kann man auch ein Rennen machen. Die müsst ihr aber erst kaufen. Ja, bin ich da. Aber mit der Mofa würde ich nicht Offroad fahren. Oder mit dem Quad. User disconnected from your channel. So. So, egal, ich muss jetzt was essen. Ich hab dir was gegeben. Echt? Ja. Hast du? Ja, ich brauch aber auch Komm, was. Yogi, fahr Ey, mit mir. was soll das? Ich hab dich umgeschubst. Steigt bei dir ein, okay. Ich brauch auch noch was zu trinken. Was soll das? Ey! Das finde ich nicht in Ordnung. Wow! Aufhören, ich bin gleich tot. Ich bräuchte auch noch was zu trinken. Bei mir geht's. Unterwegs. Oh ja, in der nächsten Aufnahme muss ich mich. Alter. Hans-Peter, du, wenn ich gleich sterbe, du. Ach Quatsch. Ey, Herbert, ich will mal eine Probefahrt machen. Ich will mit den Dingen eine Probefahrt machen. Darf ich? Jetzt kommt der Yogi in der Reihe. Hey, nein, ich will selber fahren. Wir fahren mal eine Runde. Bis gleich. Mikey, wir fahren jetzt auch eine Runde. Ja, aber ich will fahren. Ja. Ich überlege gerade, welches Auto ich dir Oh, gebe. Alter, ich habe nur noch 41 Leben. Ich bräuchte dringend. Oh, das war knapp. Was? Ich will fahren, ich will fahren. Yogi, hast du einen Führerschein? Nicht mehr, ich hab nichts mehr. Ja. Okay, da darfst du mal fahren. Gib mir mal die Schlüssel. Wow, ey, geiles Okay. Auto. Das haben wir sind die Fahrschule ab sofort. Ja. Alter! BMW-Fahrschule. Ey, da sowas macht man nicht. Man läuft nur zu gucken, ey, was los, ja? Da Sie keine gültige Fahrerlaubnis haben, können Sie sie bei mir beantragen. Ich bin der Fahrschullehrer. Alles klar. Hiermit So, ich. beantrage ich meinen Führerschein. Alter, Alter, der der hat geht aber schon eine ab, ey. Dann beginnt jetzt die Beschleunigung. Fahrstunde von dir. Wenn du die bestehst, darfst du dir einen Führerschein kaufen. Ist das hier der ADAC oder der Notarzt? ADAC und hier Rettungs. Wo sind denn die Ja, da beiden? muss ich mal kurz hin. So, einmal kurz rechts ranfahren. Boah. Ihr seid. Oh! Oh. Nein! Man steigt da aus und direkt vor die Karre, Fahr zurück! Fahr zurück! Ah, gut. Oh, Alter! Lebst du noch? Oh!
glaube, ich habe den Fahrtest bestanden, oder? Jetzt ist er platt. Warte, ich kläre es mit dem. Oh Mann. Oh Mann, kann man hier meine Waffen nehmen? Man soll sich die Augen aufmachen, wenn man in die Straße geht, ne? Nimm mal jemand meine Waffen. Guten Tag, der Herr. Wie geht es dir? Medic. Soweit ganz gut und eben. Ja, auch. Oh Mann, ey, zum Weg zum Sanitäter gestorben. Also, Sie haben etwas wehgetan. Ja, man sollte schon die Augen aufmachen. Ja, ich glaub, der ist blind, der muss mal zum Augenarzt. Nimm mal jemand meine Waffen. Steck die mal in den Rucksack. Ja, mach ich. Ich will die gleich wieder haben. Also eine Waffe hab ich genommen. Donny, hallo. Au. Ich hab deine Magazin und alles drum und dran. Ich geh mal auf von der Straße, okay. Ist mir zu gefährlich hier. Mann, aussteigen, überfahren, über die Straße geht und überfahren. Ich hab dich nur angefahren, ja? Ja, auf dem Weg zum Sanitäter und der ist auch nicht mal da. Lechter Arzt hier. Soll ich dich erlösen? Bin doch schon tot. Jetzt bist du doch mal tot. Das der Sani oder die Polizei? Ich stell mich mal hier hinten so hin, so. Ich glaube, das ist der Sani, der da kommt, oder? Ja. Da fährt. Hey! Ja, und fahr doch immer rüber! Ja, genau! Jetzt ist eh egal. Jetzt habe ich so eine dicke, fette Reifenspur im Gesicht. Einmal so von unten durch nach oben. Steht ja auf jeden Fall. Der schaut nicht mehr so lustig aus. Ihr blauen mein Koffer. Oh Mann, ey. Ich glaube, ihr müsst das mal absperren hier, also. Gar nicht. Ich glaube, das sind die Cops noch, oder? Oh ja, sind die Cops auch da. Yogi, lauf mal weg. Ich bin schon, Anhalten. Weiterfahren. Ich beobachte das mal aus einem anderen Blickwinkel. Sind die Cops jetzt da, oder was? Ja, die sind weitergefahren. Ach so, okay. Da kommt noch ein Auto an. Anhalten. Nochmal die Cops. Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Anhalten. Oh oh. Ja. Die halten, glaube ich, an, oder? Ja. Lauf doch weg! Ich bin hier im Auto. Ja, du stehst bei mir noch auf dem Bild rum. Ordnungsmäßig 50 gefahren, der Herr hat nicht geguckt, wie er über die Straße gelaufen ist. Nicht boah, Alter, wie lange braucht er zum Wiederbeleben? Ich wäre schon lange fertig. Das war nicht beabsichtigt, er ist mir wirklich vor die Karre gelaufen. Aua, oh, die Reifenspur in mein Gesicht. Oh, das ist. Oh. Schönen guten Abend, der Herr. Mir tut alles weh. Mir tut auch noch was weh. Können Sie mich auch mal kurz behandeln? Haben Sie da irgendwie eine Salbe für mich? Da ist gerade ein dicker 40-Tonner über mich rübergefahren. Oh, das tut verdammt weh. Oh. Boah, ich bin noch ganz platt. Wir brauchen euch wieder ein bisschen Morphium. Ich verstehe nichts, mein Gehör ist schlecht und dann ist auch noch der Helikopter so laut. Die Waffe in den Rucksack, Junge, hör zu! Körper ist schwerhörig. Kein Platz mehr. So, jetzt der Mikey, okay. Was haben Sie hier? Spannendes Auto. Ja, wir haben hier dreimal vorgewarnt. Über mich rübergefahren. Können Sie sich das vorstellen, wie das ist? Oh. Was ist das für ein Kopf, Alter? Nein! Bis mitgenommen. Ob Sie irgendwelche inneren Blutungen oder irgendetwas anderes haben. Ja, mir tut alles weh. Wenn so ein dicker Pferd. Ich pack's in den Rucksack, mein Gott. Ich werd's in den Rucksack packen. Erstmal kurz hier an den Seitenrand vorne. Das will ich.
So, kann mir dann jetzt mal bitte hier jemand erklären, wie das denn hier zustande gekommen ist? Genau, Pep. Oh. Ich hab's im Rucksack, ich hab's im Rucksack. Ich hab's im Rucksack. Sie ist im Rucksack. Und mein Gesicht tut doch ganz weh, das ist eine dicke, fette Reifenspur. Ich hab's. Jetzt können Sie mich ja wieder freilassen. Dankeschön. Okay, also wie es aussieht, haben Sie an Ihrem linken Bein einen kleinen Knöchelbruch. Sie sehen das eh, wenn ich auf ihre Arme lang. Ihre Oberarme. Oh, ja, das tut sehr doll weh. Na, der hat bitte lassen Sie das. Was macht der da? Okay, ja. Ich glaube, mir geht's nicht so gut. Oh. Oh, das tut weh. Oh. Ja, Peter Wursch geht ja wieder zur Seite. Oh, lecker. Oh, das tut weh. Au, jede Berührung tut weh. Ja, bleiben Sie ganz ruhig liegen, nicht bewegen. Warum wird Fertigtonne auch so schwer? Ich werde nicht. Weil sie schwer sind. Ich werde Ihnen jetzt auch kurz noch eine Schmerzspritze geben, dass die Schmerzen etwas gelindert werden. Oh, nicht so doll drücken. Oh, das tut weh. Ganz gut. So, ich gebe Ihnen jetzt noch die Schmerzspritze. Das könnte jetzt nochmal ganz gut etwas Schmerz machen. Was meinen Sie? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Weil ich bin wirklich auch schuld. Ja, ich bin wirklich von Wagen laufen. Langsam wieder zum 50 gefahren. Ja, ich hoffe. Ja, ich müsste erstmal vielleicht mit dem Geschädigten sprechen, dass wir alles weitere besprechen können. Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Einfach frei machen von unserer Leitstelle hier, danke. So, jetzt noch Ihre Arme. Ich bin gesagt, die tun auch weh. Ja, oh, nicht so doll. Ich werde Ihnen jetzt auch erstmal hier das alles stabilisieren, Ihre Arme. Ja. So. Tut ihnen weh, wenn sie ihren Kopf bewegen? Ja, das tut ganz doll weh. Wie gesagt, da okay. Ich habe so eine dicke Reifenspur im Gesicht. Das tut echt doll weh. Ich werde ihnen erstmal eine Halskrause geben und werde dann kurz abtasten, ob sie irgendwelche inneren Blutungen haben und werde sie dann ins Krankenhaus fahren, damit sie operiert werden können und ihnen nochmal bei allem geholfen wird. Ja, das ist nett. Oh. Also so ein scheiß 40-Tonner, das sollte verboten werden, die durch die Stadt fahren zu lassen. Genau, sehe ich auch so. Ich werde jetzt abpassen, ob sie irgendwelche inneren Blutungen haben. Könnten sie vielleicht ihren Rucksack abnehmen, dass ich später abpassen kann. Hans-Peter Wurst, bitte geht von den Patienten weg. Ah, oh, das tut weh! Oh. Kommen Sie mit! Drück noch mal I. Ein paar inneren Blutungen. Ja! Ich jetzt, oder was? Nein, nein, hier. Achso. Mikey. Nee, nee, dann verliere ich den Rucksack. Ich sehe den Namen. Ja, ist bei dir hinten drauf, das sieht richtig lustig aus. Ich weiß, ich hab repariert und irgendwie ist der dann so voll komisch aufgeschrieben. Leg dich so zur Seite, bleib so. So als wäre der ohnmächtig. Und wie das aussieht, wenn ich da drauf sitze. Aua! Aua! Das tut weh! Ey, nehmt euch ein Hotelzimmer! Herr Officer, nehmen Sie den Herrn da mal bitte weg! Das tut weh! Das tut weh! Zum Glück habe ich den nicht direkt überfahren, den Mikey. Sonst wäre ich nur für Doppelmord angeklagt worden. Ja! Oh, mir tut alles weh. Herr Medic, wir müssten leider los beim Einsatz. Ich möchte Sie bitten,
ein Unfallprotokoll zu schreiben und dir das alles zukommen lassen. Okay, kein Problem. Herr Starsky, kann ich mich dann auch von hier wegbewegen, oder? Ja, Ihr Namen habe ich da schon notiert. Okay, schönen Tag noch. Okay, schönen Tag noch. Fahren Sie nicht so schnell! Oh, das tut alles weh, wenn Sie über den Hügel fahren! Oh. So, jetzt fahren die weg. Alter, der ist in die Karre gefahren. Oh. Wir können auch noch die Tankstelle überfallen. Dann kommen die Kopfhörer oh, wieder. Es tut weh. So, wo seid ihr jetzt? Oh nein. Wir sind beim Krankenhaus. Ich fahr zum Krankenhaus oder was? Ja. Zum Hankenkraus. Hankenkraus, wo ist denn das? Der Tankrell, sieh, ne? Ich folge mal euren Zeichen. Hier rechts rum. Da rein? Ja. Ach, ich hab hier eine Flasche Wasser stehen und trink nix. Ah, ich bin so blöd. Das trink ich. So, im absoluten Parkverbot stellen wir die Karre mal hin. Die gibt eh nicht mehr. Gehört nicht mehr, die hab ich gefunden. Oh, jede Bewegung. Ich stand da im Haus. Komm, wir gehen mal verkaufen. Da ist der 40-Tonner, der nicht überfahren. Das ist zu weit. Die Kiste kriegt man noch nichts. Ja, stimmt, das lohnt sich nicht. Kannst du mal bitte kurz ruhig sein? Logisch. So, steig mal ab. Hallo. Oh. Hier noch kurz Ihre Krankenakte geben, was ich Ihnen aufgeschrieben habe. Und ihm kurz sagen, wo es Ihnen wehtut und was Sie genau haben. Mir tut's überall weh. So, Herr Nudert, hier einmal die Krankenakte des Patienten. Ein dicker 40-Tonner ist über mich rübergefahren. Stellen unten. Ja. Der simuliert doch nur. Erst ein Auto und dann ein dicker 40-Tonner. Stell dich nicht so an, da warst du schon tot. Ja, ich merk das aber. Ah, du Hypochonder, du. Jedes Mal gleiche mit dir. Jedes Mal. Fällst da über den Stein und schon rufst du die Medics. Das gibt's doch nicht. Ich habe gerade mitgeteilt, dass jetzt die Notaufnahme für Sie bereitgestellt wird. Und Sie werden jetzt gleich von ein paar Sanitätern abgeholt und ins Krankenhaus in die Notaufnahme gebracht. Und dort werden Sie weiter behandelt. Okay. Gib dem lieber mal einen Einlauf. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls. So. Euer geht schon ein bisschen besser, Herr Doktor. Oh, das tut gut, ja. Und jetzt bin ich wieder geheilt. So, alles gut. Sind da noch $100 dabei? Ich muss mich auch mal heilen. So, wer hat meine Waffen? Hast du $100? Nee, hat jemand meine Waffen? Ja, ich. Ich hab eine. Geht mal her. Leg mal hier hin. Ja, wer, ach so. Dings Herbert. Magazin, ja, meine ganzen Waffen. Hab ich die jetzt gegeben? Und wo ist meine Pistol? Die ist despawned. Nein. Nein, die hab ich doch hier. Da liegt sie doch. Also. Auf der Straße. Ach, da. Oh. Okay, wieder, ich geh mal eben zum Geldmann. Immer mal Geld waschen. Zum Geldmann. Ich komm mit. Na, warte, ich hab den Fahrzeug. Oh ja, okay. Hey? So, auf dem Weg. Oder was? Hä? Auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Warum steht hier nicht so ein Fahrzeug? Ich kann nicht aufsteigen, jetzt. Yugi, du redest in-game. Ach, schon warum wieder? Steht der da? Alter! Wo geht's hin? Du hast mich umgefahren! Du hast überfahren! Kann man jemand meine Lizenzen weg? Kann man jemand meine Waffen nehmen? Was fährst du da auch lang? Oh Mann, ey. So, ich hab deine eine Waffe genommen. Ja, meine illegale Bitte auch jede Waffe. Ja, hab ich schon. Oh Mann. Ich geh mir mal kurz wieder alle Lizenzen kaufen. Was musst du alles kaufen?
Oh, ich muss hat wieder jemand, Boot hat jemand so jetzt alles. Meine Waffen genommen? Ich habe nur die eine genommen. Ja, welche eine? Ja, die Glock da, die Pistole. Ja, nimm mal bitte auch die andere. Hans, Herbert, nimmst du die? Ja. Wo nimmst du die? Wo ist denn jetzt oh hier? Oh Mann, ey. Man muss schon Glück im Leben haben, ne? Ja. Du hast keine andere mehr. Ey, dann ist die weg. Toll. Führerschein. Kauft Bootsschein. Alles kaufen. Gekauft Pilotenschein. Gekauft LKW-Führerschein. Und das Telefon klingelt. Ich melde mich gleich wieder. Du wurdest geheilt. So, kommt der Medic jetzt bald? Oh Mann, ey. Zweimal in derselben Stadt gestorben. wo sind wir gerade? Ich glaube, du holst jetzt meine Tode nach. Kann das sein? Elektro. Okay, Elektro gehe ich nie wieder hin. Das ist. Die Stadt bringt Unglück. Oh ja. Hast du eine MK20 gehabt? Nein, ich hatte eine Mac 20 irgendwas. Nee, warum lag die gerade auf dem Boden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, nehme ich aber gerne. Oh, da kommt Polizei oder was? So, wer hat das Quad überhaupt gefahren? Das wird ja Wurst. Ich war's nicht. Oh Mann. Was ist denn hier scheiß Hornbach? Oder C&A oder der Supermarkt? So, aber in der nächsten Folge würde ich mal sagen, da fahren wir nochmal ein bisschen, denn ich habe überhaupt fast kein Geld mehr. Ich habe nur noch 100.000, dann muss ich nur noch mal meine Waffen neu kaufen. Ich kann dir gerne Geld geben. Ja, okay, gib mal 3 Millionen. Kannst eine Mille haben, wenn du willst. Oh, nee, ich würde mich... Nee, ich will das... Obwohl... Ah, egal, kannst du behalten, brauche ich nicht. So, kommen die jetzt halt? Wird langsam ungemütlich hier unten. Wer sind denn die hier? Noch eine Pample zocken. Sobald ich wiederbelebt wurde. ich will gerne nochmal auf die Ferrari fahren. Ich mach gerade Erstversorgung. Ja, stabile Seitenlage und so weiter. Deine Beine, die krieg ich irgendwie starr eingefroren. Ja, ich lieg da ja auch schon so lange, die Leichenstarre setzt schon ein. Waffe bitte, das ist so eine Scheiße. Ich bin wieder schuld, gell. Okay. Oh Mann, ey. Kommen Sie schnell her, hier liegt ein schwer verwundeter am Boden. Ja, erst ein 40-Tonner und jetzt gestolpert und... Über ja. Quad. Hier war eine kleine Tretmine versteckt. Ja. Er wurde überfahren. Er wurde von mir überfahren, höchstpersönlich. Ist doch Marktplatz. Ja, deswegen ja auch. Das erste pflanzige Leib. Krieg mal hin, er hat nur ein paar Quetschungen. Wir hatten da den Gilly-Anzug an. Kann ich nie viel behilflich sein. Wuffel. Nee, ach, der schon wieder, der war ja letztens auch schon meine Aufnahme. Oh, cool. Die Stellung am rechten Bein. Da hat sich die Facecam gerade abgeschaltet. Ja. Gut, die Facecam ist aus. So habe ich eigentlich erwähnt, dass ich mit Facecam aufnehme? Nö, aber ihr sitzt ja im Video. Hallo, stehen bleiben. Ist das Quad eigentlich da deins? Wem gehört eigentlich das Quad? Auf dem Marktplatz? Ach ja. Hm? Wow, es werden immer mehr Sanitäter. Das stand hinterm Haus. Ich glaube, sobald ich auf dem Server bin, sollte es eigentlich da sein. Wem gehört das Quad? Mir nicht, ich hab's mitgenommen. Oh, alles tut das? Weh. Ja, du versinkst gerade in der... Wieder besser. Nee, erst 40 Tonner und jetzt gestolpert und an den Verletzungen von vorhin nochmal wieder. Noch Er hat jeder sein Fahrzeug. Ich hab gesehen, ihr Bein, das ist... Ja, tut alles weh. Ich ins Krankenhaus fahren. Da war ich eben schon, aber bitte, ja.
Okay, ja, Herr Albert, können Sie bitte mit anfassen und... Boah, Schüsse, Achtung. Genau, Herr Albert, genau, fass mal mit an. Mein Auto tragen? Haben Sie Handschuhe für mich? Ich mag den nicht anfassen. Sie kriegen ja Handschuhe von mir. Okay, schön, aber ich möchte Latex. Latex, dann bist du gleich hier, dann bist du verflumscht. Gleich hier. Okay, bei 3. Im Auto habe ich auch Desinfektionsmittel. Dein Geigel reicht. Du hast ganz schön zugenommen. Das tut weh. Nicht so toll. Auf deine Seite. Ja, warum? Ich versuche zu meinem Auto tragen. Ja, lecker Wurst. Ich hab ihn überfahren. Er muss jetzt dringend ins Krankenhaus. So, ja, warum? So. Aber ich hab ihn überfahren. Oh, das tut alles so weh. Das ist klar, also wenn sie vorhin schon angefahren wurden, dann in einem 40-Tonner, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht wehtun würde. Und dann auch noch so eine dicke, so eine fette Reifenspur im Gesicht. Da ist er genau drüber gefahren. Oh. Ich hab nur einen Elfmeter geraten. Sieht man ja fast gar nicht. Make-up müssen drüber. Fertig. Ja. Sind Sie hier Stuntman oder wie? Nee, ich wollte über die Straße gehen, dann kam ein Auto und ja, danach kam noch ein 40-Tonner. Oh. Wie lange geht jetzt die Folge jetzt schon? Wir sind seit 3 Uhr auf. Okay. Aber mit. Aber ist ja nie. Ja, bitte nicht hinten drauf. Oh, in 5 Minuten gibt's bei uns Essen, da bin ich nämlich auch für heute weg. Bitte vorne drauf. Ah, das ist aber. Ja. Haben Sie gehört? Bitte vorne einsteigen. Wie wär's mit einer Pause und ich geh auf? Herr Magile, vorne einsteigen. Er krabbelt dahin. Darf ich nur mit drüber fahren? Ey! Sind Sie schon wieder hinten? Da wo ich sitze, musste hin. Ihr Kollege schafft das. Ach, bitte einfach hinten sitzen. Die 2 Meter passt schon. 2 Meter. Ich will mitfahren. Ich hab's geschafft! Oh, das tut alles weh! Oh Mann! Tschüss! Zweimal in einer Aufnahme gestorben! Oh, sorry! Zweimal gestorben in einer Aufnahme! Innerhalb von 2 Minuten! Ja! Alter, die bitte nicht so schnell! Kann man super runterballern! Ja! Also hat sich jetzt gelohnt, die Fahrt. Danke. Also. Mein Kollege Günther, der kümmert sich jetzt um Sie. Oh, Günther heißen Sie. Sie haben mir vorhin Ihren Namen gar nicht gesagt. Komplett gerümpft werden. Ja. Aber der Günther weiß Bescheid, ich war vorhin schon mal hier wegen dem 40-Tonner. Ich gebe Ihnen jetzt die Akte von meinen Patienten. Ja. Contact Medic. Sind Sie guten Händen bei dem Notarzt? Echt? Ja, der hat mich eben schon behandelt. Ich glaube, der hat sich verliebt, der Mikey. Der kommt öfters wieder. Ja, da haben wir schon Erfahrung mit ihm. Ja. Der steht auf Sie. Wenn Sie nicht brauchen, dann fahre ich jetzt weiter. Ja, Sie können ruhig weiterfahren. Ich komme ja. Wir kennen uns beide schon sehr gut. Also, Sie können ruhig weiterfahren. Also, ich werde mich verabschieden. Ich bin ja, danke. Ciao, Kilian. Alles klar, bis nächste Woche dann. Ne? Tschüss. Jo, wenn du wieder dabei sein willst, dann ja, gerne. Ja, nächste Woche, da habe ich dann Ferien. Da ist super. Ach so, okay. Ich habe ja keine Ferien. Na egal. Aber Sonntag ist ja eh. Ja, okay. Sonntag immer. Aber so, dann kann ich, okay, also. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch mal eine Aufnahmepause, beziehungsweise beenden die Session. Ja, warte mal kurz. Du hättest ihm ruhig die Blumen geben können. Was ist denn hier nur los? Apropos, gib mir mal meine Pistole wieder. Wer, ich? Ja, du. Gleich. Also dann verabschiede ich mich auch schon einmal. Aufnahme beenden. Ja. Los. Okay, ja. Nein, ich will das noch in der Aufnahme. Also. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ich bin weg. Tschüss. Hab ich dir die? Tschüss. Ich hab die nicht. Du hast sie. Muss ich dich erst töten ohne Waffe? Nein, die ist weg. Ich hab die genommen, aber die ist nicht da. Herbert, kannst du den Yogi mal kurz ausnocken? Hier, nimm die. Ja, schießen. Ey, das ist doch meine Waffe. Ihr habt doch gefragt, ob das die ist, du Trottel. Ja, das ist die. Ja. Okay. Du hast gesagt, ob du eine... irgendwas hast du nochmal gesagt. Ja, ich hab's vorgelesen, was da stand. Und hast du gesagt, nö, das ist nicht meine Waffe. Ich nehme aber auch gerne die Waffe hier. Nee, die gehört mir. Ja, dann hebt sie doch auf, sonst ist sie gleich weg. Ich hab schon. Und der Herbert hat sich selber ausgenockt. Was? Wie macht man das? Ja, keine Ahnung, der Herbert Albert hat mich rausgenockt. Dabei habe ich gar nichts gemacht. schlimm, dieser Herbert Albert. Ne? Achso, ja, dann sollen wir jetzt beenden. Ja, dann beenden wir jetzt mal. Haut rein, Leute, bis später. Ciao. Ciao. Wie macht man das?